Guten Abend an alle. Manche kennen mich schon, viele nicht. Ich heiße Konstantina Kristantopoulou und ich bin DAF-Lehrerin an einem griechischen Gymnasium. Der Umgang mit Technologie hat mich immer fasziniert. In den 90er Jahren waren es der Tageslichtprojektor, durch das Video, die CDs, später die MP3s, heute Computer, Internet, iPads, Tablets und Web 2.0. Das mediengestützte Lehren und Lernen ist ein Bereich, den ich sehr toll finde. Und die Erstellung von digitalem Lehrmaterial ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Ich glaube, dass der Einsatz von digitalem Material im Unterricht extrem fördernd ist. Lieber Zu diesem Konstantin, Zweck benutze ich... Ja. kann ich bitte dich bitten, wir haben doch mit dem Mikrofon trainiert. Kannst du bitte auch Mikrofon und Kopfhörer haben, oder weil die Teilnehmer schreiben, die hören dich ganz schlecht. Ja. Weil, noch einmal, wo sind deine Mikrofone? Entschuldigung, ja? Bitte? Interessiert mich also der Einsatz von digitalem Stoff im Unterricht und in diesem Rahmen habe ich mehrere Lehrblocks erstellt, die ich in meinem Unterricht benutze. Einer davon ist der Lernblock Eine kleine Deutschkiste, in dem ich Materialien über die deutsche Sprache, Deutsch als Fremdsprache, poste. Materialien, die meinen Kollegen und meinen Schülern behilflich sein sollen. Und heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man einen Lernblock erstellt und wie man ihn im DAS-Unterricht einsetzt. Also manche von Ihnen haben vielleicht schon einen Lernblock, manche nicht. Wir sehen jetzt, wie das erfolgt. Also ein Blog. Was kann man mit einem Blog machen? Man kann natürlich Sachverhalte protokollieren, posten also. Man kann Gedanken niederschreiben und man kann Aufzeichnungen führen. Was ist ein Blog? Das Wort Blog oder auch Weblog ist eine Wortkreuzung aus dem englischen Web und im Log, Logbuch. Sie erinnern sich gleich an Enterprise. Sie hatten dort Raumschiff Enterprise. Sie hatten ein Logbuch. Und in den Schiffen haben wir auch Logbücher. Das sind Tagebücher oder Journale, die geführt werden, damit man Sachverhalte protokolliert. Wozu dient ein Blog? Ein Blog dient zum Austausch von Informationen, Gedanken, Erfahrungen und dient auch noch der Kommunikation untereinander. Mein Blog heißt Eine kleine Deutschkiste und es ist eine Seite für diejenigen, die Deutsch als Fremdsprache lieben. Sie richtet sich an Schüler und auch an Lehrer und möchte ein Repositorium sein mit interaktiven Übungen, Links, Bildern, Gitarren, Videos und allerlei Sachen, die man im Unterricht benutzen kann. Ziel ist für die Schüler natürlich, die Sprache kennenzulernen und für die Kollegen das Teilen von Lehrstoff mit Kollegen aus aller Welt und natürlich insbesondere aus Griechenland. Jetzt werden sich fragen, wie kann ich als Lehrer oder als Lehrerin einen Blog erstellen? Und sie werden glauben, dass das eine ganz schwierige Sache ist. Was braucht ihr? Die Voraussetzungen sind natürlich ein Internetanschluss, eine E-Mail-Adresse, eine gültige E-Mail-Adresse und man hat etwas Interessantes zu sagen. Ich benutze zu diesem Zweck Blogger. Ich habe auch bei WordPress versucht und bei anderen Plattformen, aber Blogger ist für mich die einfachste Plattform und sie ist leicht einsehbar, leicht zu bedienen und ich habe sie mit den Jahren gelernt, deshalb benutze ich meistens Blogger. Die Adresse ist www.blogger.com und Sie können auch diese Adresse jetzt eingeben, wenn Sie wollen, und selbst einen eigenen Netzblog zum ersten Mal erstellen. Also, wenn Sie jetzt die Adresse eingegeben haben, erscheint bei Ihnen
dieses, nicht dieses, genau so ein Fenster. Sie sehen hier, ich habe viele Blogs, deshalb habe ich diese Liste. Sie werden wahrscheinlich eins oder keins haben. Und nachdem Sie also dieses Fenster geöffnet haben, haben Sie hier oben links einen gelben Knopf und da steht neuer Blog oder New Blog auf Englisch. Ja? Da drücken Sie drauf, damit Sie einen neuen Blog erstellen oder einen Ihren ersten Blog, wenn es Ihr erster Blog ist. Dann erscheint ein anderes Fenster. Ich habe es jetzt auf Deutsch eingerichtet. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei Ihnen bei Englisch ist. Create a new blog. Neuen Blog erstellen. Und das erste, was Sie eingeben, ist der erwünschte Titel. Also, was ist das Thema Ihres Blogs? Ist es Deutsch als Fremdsprache? Ist es etwas anderes? Ich habe zum Beispiel auch Blogs für Basteleien und für die Stadt und alles, was mich interessiert, forme ich in einen Blog um. Das mache ich seit Jahren so. Also irgendein Titel, der die Arbeit repräsentiert. Dann geben Sie die Adresse ein. Es kann vorkommen, dass die Adresse nicht akzeptiert wird, wenn der Blog schon existiert mit dieser Adresse. Dann müssen Sie zwei oder dreimal versuchen und andere Namen eingeben, bis die Adresse akzeptiert wird vom Blogger. Und dann wählen Sie eine Vorlage aus. Es gibt am Anfang einfache Vorlagen, die Sie auswählen können, aber später, wenn Sie den Blog schon erstellt haben, können Sie diese Vorlage auch noch ändern. Also Sie brauchen keine Angst zu haben, das ist nicht etwas, was nicht geändert werden kann. Und am Ende drücken Sie hier unten auf den Knopf und erstellen Ihren ersten Blog. Jetzt haben Sie also Ihren eigenen Blog. Lassen Sie uns sehen, was das ist. Diese Seite wird zuerst kommen und Sie sehen hier, es ist eine Statistik mit den Seitenaufrufen. Und Sie haben natürlich noch keine Seitenaufrufe, weil Ihr Blog neu ist, aber haben Sie keine Angst, wir werden das sofort ändern. Ich zeige Ihnen wie. Zuerst, ganz oben, gibt es einen orangenen Knopf und er heißt Neuer Post. Das heißt also Ihre erste Nachricht, die Sie jetzt veröffentlichen werden. Und es erscheint ein Fenster mit einem Editor, V-Word. Ganz oben schreiben Sie den Titel, wählen Sie einen Titel, der interessant ist und das Interesse der Leser weckt. Und dann schreiben Sie Ihre erste Nachricht. Ich habe hier zum Beispiel meinen Namen, ich habe mich präsentiert, wie ich heiße, was ich mache und wo ich arbeite, geschrieben. Und nachdem Sie das getippt haben, Sie können auch einen Text kopieren von woanders und ihn hier hinzufügen, wenn Sie die Rechte haben. Und dann veröffentlichen Sie oben rechts mit dem orangenen Knopf zum Veröffentlichen des ersten Posts. Und das ist es schon. Schauen Sie hier, der erste Post ist schon erstellt. Das hat so eine Form bei mir. Wenn Sie eine andere Vorlage ausgewählt haben, dann hat es eine andere Form. Sie sehen den Titel, das Datum und natürlich das, was Sie geschrieben haben. Das war leicht, oder? Was meinen Sie? War das nicht leicht? Ich weiß jetzt nicht, ob Sie da schon etwas gemacht haben, aber ich denke, es ist eine ganz leichte, mit der Anleitung. Ja, okay, es ist leicht. Und es dauert nur 5 oder 10 Minuten, einen neuen Blog zu erstellen. Später natürlich, wenn Sie also diesen Blog Ihren eigenen Geschmack anpassen wollen, dann können Sie stundenlang experimentieren und verändern und Sachen machen. Aber der Anfang ist ganz leicht und es dauert nicht mehr als 10 Minuten. Jetzt, Sie haben Ihren Blog, aber Sie sind natürlich nicht zufrieden und möchten Ihren Post editieren. Sie haben andere Blogs gesehen und da gab es Bilder, da gab es Videos, da gab es Links. Und Sie möchten jetzt auch etwas hinzufügen. Und das Erste, was Sie hinzufügen möchten, ist einfach ein Link. Unten bei Ihrem Post gibt es einen ganz kleinen Stift.
Das ist der Editierstift. Sie drücken zunächst mal auf diesen kleinen Stift. Das Fenster geht wieder auf und jetzt oben auf der Menüleiste gibt es verschiedene Sachen. Es gibt die Schriftart, die Sie ändern können, die Farbe, ob Sie unterstreichen wollen, kursiv schreiben wollen, zentriert den Text haben wollen, links oder rechts und andere Sachen. Was mich jetzt interessiert, ist, wie man einen Link hinzufügt. In der Mitte also der Menüleiste gibt es das Wort Link. Sie gehen zu Ihrem Text, markieren das Wort, das Sie verlinken möchten, zum Beispiel eine andere Webseite oder irgendeinen Link, den Sie einfach hinzufügen wollen, eine Ressource. Sie markieren also den Text, den Sie verlinken möchten und drücken auf das Wort Link. Dort geht ein anderes Fenster auf und Sie geben den erwünschten Link ein. Dann speichern Sie alles und veröffentlichen wieder, aktualisieren wieder. Hier sehen Sie, dieses Fenster geht auf und wir geben den Link ein. Nehmen wir jetzt mal an, Sie haben jetzt auch einen Link hinzugefügt und möchten aber auch ein schönes Bild haben in Ihrem Post. Sie drücken wieder auf den kleinen Stift, wieder geht das Fenster auf mit dem Editor und oben neben dem Wort Link gibt es ein kleines Bild. Dieses Bild dient dazu, dass wir Bilder hinzufügen. Also Sie gehen mit der Maus zur Stelle im Text, wo Sie das Bild hinzufügen möchten. Und wenn Sie die Stelle gefunden haben, drücken Sie auf das Bild auf der Menüleiste. Dann laden Sie das Bild entweder von Ihrer Festplatte, von einem Blog, von diesem Blog, von dem Picasa Webalbum, von einem Smartphone, von der Webcam oder von einer URL hoch. Ich lade meistens meine Bilder von meiner Festplatte hoch. Ich möchte meistens keine Links haben zu einem Bild, denn es kann sein, dass dieser Link später mal nicht existiert und dann habe ich in meinem Post kein Bild mehr. Deshalb, um auch nochmal sicher zu gehen, lade ich meistens die Bilder von meiner Festplatte hoch. Also dieses Fenster geht auf und es steht dort hochladen und man kann wählen, von welcher Stelle man das Bild hochladen. Ich habe hier ein BitTubes-Bild ausgesucht, was mir sehr gefällt und habe dieses hochgeladen. Und dann drücken wir auf Hinzufügen und das Bild kommt gleich in unseren Post. Jetzt, bevor Sie den Post wieder aktualisieren, können Sie das Bild auch ändern. Sie drücken einfach auf das Bild und es kommen unten verschiedene Einstellungen. Also wie groß das Bild sein soll, klein, mittelgroß, groß, sehr groß, ob es die Originalgröße haben soll. Ob wir das Bild verlinken wollen, das mache ich sehr oft in meinem Blog. Also ich füge ein Bild ein von einem anderen Blog oder einer anderen Webseite, einen Ausschnitt, und dann füge ich den Link hinzu, damit man sofort zur Seite transportiert werden kann, wenn man auf das Bild drückt. Dann können wir sagen, ob unser Bild zentriert oder rechts oder links ist und auch eine Bildunterschrift schreiben. Meistens füge ich hier die Quelle des Bildes ein. Also wenn ich ein fremdes Bild genommen habe, das nicht mehr gehört, dann füge ich in der Bildunterschrift meine Quellen. Okay, und natürlich kann man auch das Bild entfernen, wenn das Bild uns nicht mehr gefällt. Das ist jetzt das neue Bild unseres Blogs. So sieht jetzt der erste Post aus, also Text, Link und Bild. Und wir haben es verschönert. Jetzt, wir sind jetzt ganz traurig, denn Sie haben sehr tolle Blogs mit sehr vielen Sachen, mit den Videos, Übungen, Tablets, Mindmaps und so weiter. Können Sie das machen? Natürlich, es ist ganz, ganz leicht für alle, solche Sachen in Ihren Blogs, einzubetten. Und sehen wir mal wie. Ein Video zum Beispiel. Sie möchten ein Video von YouTube oder vielleicht von Vimeo. Also, Sie machen wieder einen neuen Post. Sie drücken also auf Neuer Post. Und dann öffnet sich dieses Fenster. Um
ein Video hinzuzufügen, sehen Sie oben rechts die Wörter verpacken und HTML. Sie drücken jetzt auf das Wort HTML, damit Sie einen Code hineingeben. Und dann gehen Sie zu YouTube oder zu Vimeo zum Video, das Sie hier hineinfügen wollen. Ich habe jetzt mir das Odyssey to Go ausgesucht. Das hatte Nadja und ihre Gruppe vor einigen Tagen mit Michael Sommer vorgestellt und das hat mir sehr gefallen. Das waren Playmobil-Figuren in einem Film und die konnten auch im Unterricht eingesetzt werden. Das hat mir sehr gefallen, deshalb bin ich zu diesem Video gegangen. Also Odyssey to Go bei YouTube. Und dann drücken Sie auf das Wort Share, also teilen. Und dann kommt unten das Wort Embed, das heißt einbetten. Sie drücken also auch auf Embed und dann bekommen Sie diesen Code. Und den Code, das ist der hier, den kopieren Sie und dann gehen Sie wieder zurück zu Ihrer HTML-Seite und fügen ihn hinein. Also Sie kopieren den Code von YouTube oder von Vimeo und dann gehen Sie wieder zur Seite, zu Ihrer Seite und kopieren Sie und fügen ihn hinein. Dann gehen Sie zurück auf Verfassen, damit Sie sehen, wie Ihr Post aussieht. Also wenn Sie, nachdem Sie wieder zur Verfassen gegangen sind, das Bild sehen, das Video sehen, dann ist alles gut gelaufen. Wenn nicht, dann löschen Sie alles wieder und machen den Vorgang wieder von Anfang an. Aber es ist ganz leicht eigentlich. Bei Vimeo jetzt finden Sie wieder das Video, das erwünschte Video, was Sie wollen. Und der Einbettungscode hier ist den, da gibt es so ein kleines Papierflugzeug. Und dann drücken Sie darauf und dann kommt eben diese Seite, wo man teilen kann. Und man kann entweder bei Facebook, Twitter und so weiter teilen. Aber unten gibt es auch diesen Einbettungscode, den wir wieder kopieren können, zurück zu unserem Editor. Dort auf HTML drücken und da hineinfügen und aktualisieren natürlich. Und das sieht dann so aus. Es ist ganz, ganz schön mit Videos. Es ist sehr leicht, dieser Vorgang, und es ist sehr interesseweckend für die Schüler, wenn das Video schon im Blog mit eingebettet ist. Jetzt, es gibt viele Kollegen, die Übungen aus LearningApps.org in ihre Blogs einbetten. Das mache ich auch ganz gerne, denn LearningApps ist eine wunderbare Tool, mit der man verschiedene, zahlreiche Arten von Übungen erstellen kann, die man im Unterricht einsetzen kann. LearningApps also, die Adresse ist www.learningapps.org. Und Sie drücken darauf und Sie können entweder stöbern zwischen den anderen Übungen oder eine eigene Übung erstellen. Ich habe jetzt eine ausgesucht, die ich voriges Jahr gemacht habe, über die Scorpions hier. Das war eine Zuordnungsübung. Und die gab es schon, die habe ich nicht jetzt erstellt, die habe ich voriges Jahr erstellt. Und ich bin zum Link gegangen jetzt. Unten gibt es verschiedene Eigenschaften, also den Weblink, und den Vollbildlink, ganz, ganz unten gibt es wieder den Einbettungscode. Das, was wir auch eben gesagt haben. Sie drücken wieder auf den Code, kopieren ihn, gehen wieder zurück zum Editor, HTML-Seite und hineinfügen. Aktualisieren und schon ist die Übung in Ihrem Blog. Und das sieht dann so aus. Und das Schöne an Learning Apps ist, dass Sie diese Übung auch innerhalb des Blogs lösen können, ohne dass Sie auf eine andere Seite weitergeleitet werden. Also ich weiß nicht jetzt, ob Sie noch Fragen haben zu diesen Bereichen, die wir jetzt erwähnt haben, also Video, Blog und Link und Bild. Wenn Sie jetzt Fragen haben, dann stellen Sie bitte jetzt, damit ich auch weitermachen kann. Knöpfe einbauen. Ja, also Knöpfe einbauen. Es gibt Gadgets.
Im Blog, innerhalb des Bloggers gibt es verschiedene Gadgets. Man kann also Knöpfe einbauen, eine Uhr einsetzen. Man kann verschiedene Sachen machen. Die Knöpfe einbauen sind die Labels, die Etiketten. Sie gehen also dorthin, wo Gadgets steht, also bei den Einrichtungen oben, bei den Einstellungen. Da gibt es das Layout. Und dort beim Layout gibt es diese Knöpfe Gadgets hineinfügen, hinzufügen. Also ein Gadget ist die Labels, Etiketten. Wenn Sie also darauf drücken, auf die Etiketten, dann können Sie verschiedene Labels, Etiketten, also Knöpfe hinzufügen. Sie müssen aber experimentieren, denn nicht jede Vorlage hat dasselbe Ergebnis. Also manche sehen schöner aus, manche nicht so schön. Da müssen Sie also selbst experimentieren bei den Gadgets. Die Kommentare der anderen. Es gibt nicht automatisch Platz dazu. Ich weiß nicht, bei meinem gibt es automatisch Platz dazu, weil ich von Anfang an diese Einrichtung angestellt habe. Aber alles bei Blogger hängt von den Gadgets ab. Also alles, was Sie hinzufügen möchten, ist ein Gadget. Und wenn Sie zwischen den Gadgets stöbern, dann sehen Sie, dass Sie viele Sachen hinzufügen können, die Kommentare, die Facebook-Knopf, die Twitter-Knopf, die Seitenzahlen, wie viele Male die Seite aufgerufen wurde, ein Archiv, viele, viele Sachen können Sie dabei innerhalb des, der Einrichtungen also hinzufügen. Natürlich bin ich auch später, werde ich Ihnen zur Verfügung stehen. Sie können mit mir kontaktieren und ich werde Ihnen Hilfe leisten, wo Sie die Hilfe natürlich brauchen und ich werde immer da sein. Also Sie brauchen keine Angst zu haben, fangen Sie erstmal an, experimentieren Sie und wir sehen, wie Sie das dann machen. Gadgets. Also die Gadgets sind in den Vorlagen, bei der Vorlage beim Layout rechts, da steht Gadgets hinzufügen. Überall steht das dort. Also oben, rechts, links, man kann überall Gadgets hinzufügen. Und innerhalb der Gadgets gibt es eine Gadget, die heißt Labels, Etiketten. Und das ist die Etikette, das sind die Knöpfe. Ja, es gibt auch bei den Kommentaren unterschiedliche Zulassungen, ja. Ob alle kommentieren können, ob nur Leute, die einen Google-Account haben, kontaktieren oder kommentieren können. Ob keiner kommentieren kann, ja. Das hängt von Ihnen ab, was Sie wollen. Natürlich ist es gut, dass der kommentiert, eine Google-Adresse hat, denn sonst kommen verschiedene Spams und verschiedene Sachen, die vielleicht nicht so schön sind, bei den Kommentaren auf. Jetzt. Stellen Sie sich jetzt vor, Sie möchten ein Padlet für Ihre Schüler oder für Ihre Kollegen hinzufügen. Ein Padlet ist eine sehr schöne Tool. Sie ist eine kollaborative Tool, also das heißt, man kann gleichzeitig oder nicht gleichzeitig zusammenarbeiten und verschiedene Inhalte hinzufügen. Padlet also, ich kopiere gleich auf die Adresse. Ja, hat man ja schon gemacht, ja. Padlet also. Bei Padlet, wenn Sie schon ein Padlet erstellt haben, da gibt es wieder diesen Embed, diesen Einbettungscode, den Sie kopieren und dann in Ihrem Blog auf derselben Weise, wie wir eben gesagt haben, also Editor, HTML und so weiter, hineinfügen. Das ist wieder ganz leicht und das Schöne ist wieder, dass man innerhalb des Blogs auch in Padlet hineinschreiben kann. Und das ist sehr schön, weil die Schüler nicht weiter irgendwo anders hingeleitet werden, sondern innerhalb ihres Blogs bleiben. Die Jahreszahlen, ja, die können wir auch loswerden, indem wir wieder zu den Einrichtungen gehen, aber nicht zum Layout, aber ganz, ganz unten zu den Einstellungen. Da gibt es auch die Möglichkeit, eine andere Form des Datums zu verwenden oder auch gar nicht.
Die Jahreszahlen links in der Leiste. Ja, das meine ich auch, oder? Ich weiß nicht genau, was Sie meinen. Und das fertige Padlet jetzt, das ist auch das Padlet, das ich erstellt habe für euch, denn ich möchte, dass Sie auch jetzt Ihren eigenen Blog erstellen, Ihren ersten, und ihn hierbei auf unserem Padlet posten, damit wir alle sehen, wie schön Sie das machen. Und Sie können natürlich auch Ihre alten Blogs hier posten, damit wir alle jetzt ganz viele Blogs hier auf dem Padlet haben. Die Adresse ist die Adresse, die eben Nadja eingegeben hat. Jetzt, wir haben jetzt schon alle Sachen hinzugefügt, die eigentlich interessant sind für einen Lehrer. Und ich habe gesagt, Sie werden, wenn Sie schon mal angefangen haben, stundenlang experimentieren. Das Erste jetzt, was Sie verändern wollen in der Zukunft natürlich, ist das Aussehen Ihres Blogs. Sicherlich möchten Sie einen Blog nach Ihrem eigenen Geschmack haben und Sie möchten es natürlich personalisieren. Wie machen wir das also? Sie können zunächst mal die Vorlage ändern. Sehen Sie, links gibt es verschiedene Wörter. Es ist die Übersicht, es sind die Posts, wo Sie alle Ihre Posts unter Kontrolle haben können. Es gibt die Kommentare, es gibt die Reklamen, wenn Sie schon ein bisschen ein Experte geworden sind und auch Reklamen möchten, Werbungen in Ihrem Blog. Es gibt die Statistiken, es gibt das Layout, die Vorlage und die Einstellungen. Die Vorlage, das vorletzte Wort, ist der Ort, wo Sie den Blog verändern, also das Aussehen, die Farben, die Vorlage, das Template, also das, was Sie für Ihren eigenen Blog benutzen möchten. Es gibt einfache Vorlagen, die Blogger bietet. Also sehen Sie hier, das sind vier einfache Vorlagen, die man auch aber ändern kann und die Farbe nach seinem Geschmack ändern kann. Jetzt, Ihre neuen Blogs können Sie also in diesem Padlet hinzufügen oder auch in dieser Adresse, das ist die Adresse von meinem Lernblog und ich habe das Padlet auch dort hineingestellt, damit Sie auch dort Ihre eigenen Blogs einstellen können. Ob man mit einem solchen Blog Geld verdienen kann? Ja, ich weiß nicht. Mir persönlich gefällt das nicht, denn mein Blog dient zum Austausch zwischen Kollegen und ich würde das nicht sehr schön finden, also auf der einen Seite zu sagen, dass ich gern teile mein Material und auf der anderen Seite Geld verdiene. Aber das könnte auch zu einem anderen Thema sein, also was nicht mit Bildung zu tun hat, mit Schule. Ja, dann kann man Geld verdienen mit den Werbungen, Ja, aber ich meine, wenn es mit Schule zu tun hat, also mit Schülern, Lehrern und so, ist es nicht schön, auf der einen Seite zu sagen, ja, ich teile und ich zeige und so weiter, und auf der anderen Seite zu verdienen. Aber wenn man einen anderen Blog zum Beispiel macht, über ein anderes Thema, ja, dann ist es nicht schlimm, man kann von einem Blog Geld verdienen. Ja, ich weiß nicht wie viel, aber man kann natürlich, denn je mehr Leser auf die Werbung drücken, desto mehr Geld kann man von so einem Blog verdienen. Ja, haben Sie vielleicht noch andere Fragen in Bezug auf die Erstellung von einem Blog? Also Karl fragt, ob es besser ist, dass die Besucher auf dem Blog bleiben, anstatt dass sie sich die Übung oder die eingebettete Seite in voller Größe ansehen. Das ist ja nur ein Knopf. Ja, ja, okay. Sie haben recht, Karl. Ich möchte nicht die Leser in meinem Blog behalten, aber wenn ich den Blog innerhalb der Klasse benutze, also in der Schule, dann möchte ich gern, dass meine Schüler also in einem geprüften, auf einer geprüften Seite, eine Seite, die ich unter Kontrolle habe, surfen, anstatt also zu externen Links zu gehen. Deshalb nur. Sonst, ja, da haben Sie recht, es ist nicht schlimm, die Übungen auch voller Größe zu sehen.
Aber man kann auch innerhalb des Blogs auf den Knopf vergrößern drücken und dann kann man auch die Übungen von Learning Apps in voller Größe sehen. Ob ich das Material aus dem Lehrbuch einbetten darf? Eigentlich nein oder jein. Das heißt also, man darf eigentlich für Bildungsgründen, aus Bildungsgründen, darf man Sachen aus dem Buch einbetten, ja, wenn man also didaktisieren will oder so. Aber zu nicht kommerziellen Zwecken. Also ich darf nicht Geld verdienen, indem ich Sachen aus einem anderen Lehrbuch zitiere und einfach in meinen Blog einbette. Man versucht also immer die Copyrights zu beachten und zu sehen, ob man das darf. Es ist sehr, sehr wichtig, ja. Und meistens versucht man seinen eigenen Stoff einzubetten, damit man keine Probleme hat. Urheberrechte, ja, also Copyright. Man sieht also, ob man das darf, ja. Es gibt Open Source Material, also offenes Material, das freigegeben wird und mit dem man keine Probleme hat. Aber es gibt auch kommerzielles Material, also von Verlagen angeboten, das darf man eigentlich nicht in seinen Blog einfach einbetten, ohne vorher gefragt zu haben und eine Genehmigung zu bekommen. Ja, und eine Genehmigung, es ist gut, auch von den Schülern am Anfang, von den Eltern der Schüler am Anfang des Jahres zu bekommen, denn es ist gut, dass man auf Nummer sicher geht. Jedes Jahr gebe ich den Schülern eine Genehmigung, also die Eltern unterschreiben sollen, dass sie erlauben, dass ich digitale Medien im Unterricht benutze und dass die Kinder eine E-Mail-Adresse haben und dass die Kinder auch bloggen und so weiter. Das ist sehr wichtig und man muss ganz ausdrücklich schreiben in diesem Formular, was genau wir in der Schule machen, damit später nicht jemand kommt und sagt, das haben wir nicht vereinbart. Also die E-Mail-Adresse, die Schüler machen, ist sehr also wichtig. Und dass die Schüler surfen und in was für Seiten sie surfen. Und wenn wir zum Beispiel ein E-Twinning-Projekt machen, dass sie das auch erlauben. Also digitales Material, die Eltern haben oft Angst davor. Und es ist gut, ihnen zu erklären, was das alles ist und welche Risiken es hat. Und auch die Eltern zu motivieren, also damit zu machen. Viele Eltern freuen sich dann auch ganz sehr, wenn sie das Material ihrer Kinder auf dem Blog, im Blog veröffentlicht sehen. Und es macht großen Spaß, also auch für die Eltern und auch für die Schüler. Es ist sehr motivierend und sehr interesseweckend. Denn die Kinder, die Schüler, sie brauchen auch ein Publikum, ja. Das Publikum ist sehr wichtig für ihr Lernen. Also sie brauchen ein Publikum und der Blog gibt ihnen dieses Publikum und das sind dann die Eltern, die Freunde und so weiter, die sehen, wie weit sie sind in diesem Bereich im Deutschlernen und das macht ganz großen Spaß und es ist sehr Interesse und motivierend. Interesseweckend und motivierend. Ich sehe noch Melanie und Elke gegen ein. Ja, ich habe auch ein Facebook und ich verbinde meistens Facebook mit dem Blog. Das ist auch ganz gut. Facebook also hilft, damit wir eine Facebook-Gruppe machen. Zum Beispiel es gibt Schüler, es gibt Unterricht, es gibt Fächer eigentlich, wo man ein Projekt machen kann und dann ist eine Facebook-Gruppe sehr hilfreich, denn man kann dann verschiedene Sachen posten und Nachrichten und so weiter. Es ist nicht ähnlich, denn bei Blog bleibt alles vorhanden, während bei Facebook alles verloren geht eigentlich. Ich finde den Blog besser, besser für den Unterricht. Während ich Facebook ganz gut für Nachrichten und solche Sachen finde. Also ich möchte heute etwas ankündigen und Facebook hilft mir dabei, eine Facebook-Gruppe.
ob die Kinder, die Kurse, Kinder öffentlich sind. Ja, die fehlerhaft sind. Nein, wir arbeiten meistens in Gruppen, also 3, 4 Leute arbeiten zusammen. Sie können natürlich, die Kinder können ihre Projekte posten. Und wenn ich also kann, wenn ich den Zugang habe, dann verbessere ich die großen Fehler. Nicht alle Fehler, aber die großen Fehler. Meistens publizieren die Kinder ihre fertigen Produkte, also eine fertige PowerPoint, eine fertige Übung zum Learning Up, also etwas, das wir schon gesehen haben, das wir schon überprüft haben und so weiter. Und es ist meistens in Gruppen. Nein, bei meinem Blog, gefragt, ob es nur ist zum Anklicken. Also der Blog Eine kleine Deutschkiste richtet sich mehr an Kollegen eigentlich. Deshalb ist es nicht so viel Material von Kindern. Aber in anderen Fächern benutze ich viele Blogs. Also ich lese auch Geschichte, ich unterrichte auch Geschichte und ich habe auch andere Projekte. Da können die Kinder natürlich ihren eigenen Stoff publizieren. Und das ist ganz, ganz wichtig. Nein, ihre eigenen Bilder dürfen sie nicht posten. Links, nein, die Links müssen wir erst überprüfen. Alles wird zuerst überprüft. Eigene Bilder werden nicht gepostet und wenn schon, dann werden sie geändert, so mit Kürzel oder so, damit sie nicht erkennbar sind, die Kinder. Die Kinder, es sei denn, ich habe die Genehmigung von den Eltern und es ist zum Beispiel ein Wettbewerb oder etwas, wo die Bilder eigentlich publiziert werden müssen, damit die Kinder, also die Schüler, stolz sind auf sich selbst. Jetzt, wie setze ich den Blog konkret im Unterricht ein? Also zum einen ist der Blog mein Repositorium. Das heißt, das ist ein Ort, wo ich alles speichere, Übungen, Texte, Videos und sie sind für mich ganz leicht aufrufbar in der Klasse. Kann es sein, dass ich zum Beispiel etwas gezeigt habe im Unterricht und ich gebe Ihnen einen Link, damit Sie zu Hause weiter üben können. Und natürlich für den Stoff, den die Kinder selbst erstellt haben und publizieren möchten. Ja, eigentlich auf diese Weise. Also es ist ein Tool, ein Werkzeug für mich, damit ich alles parat habe und alles im Unterricht einsetzen kann, was ich möchte. Ich kann meinen Stoff organisieren und ich kann ihn einsetzen. Und ich kann die Links auch den Kindern geben, damit sie zu Hause arbeiten. Und das ist auch ganz wichtig, denn alles können wir nicht zeitlich in der Schule schaffen. Also ja, ich warte, gibt es Fragen, sehe ich. Nein, ich wusste eigentlich nicht links. Links wusste ich meistens nicht. Nein. Meistens ist es eine Beschreibung. Wenn es eine Übung ist, dann ist die ganze Übung. Ja? Die Links, die poste ich bei Facebook oder die gebe ich an der Tafel. Im Blog gibt es ganze Übungen, vollständige Übungen oder Beschreibungen zu Websites, die ich interessant finde. Und es gibt immer eine volle Beschreibung. Ich gebe nie einen Link, ohne selbst die Webseite untersucht zu haben und ihren Zweck verstanden zu haben. Also es ist immer eine volle Beschreibung und der Ziele und was es alles ist und dann kommt der Link. Ja, aber nicht nur Link. Nein, nein, es ist also voll beschrieben, damit sie wissen, also wohin sie gehen. Ja. Und es sind ja gute Möglichkeiten, richtig. Facebook und Wikis und alles, das benutze ich alles natürlich auch. Ich benutze nicht nur Blogs. Also man kann alles zusammen benutzen, wenn man digitale Medien im Unterricht einsetzt, dann kann man viele Sachen machen und man kann alles miteinander verbinden. Also es ist nicht nur Blog oder nur Facebook oder nur Twitter oder nur Wikis und so weiter. Man kann alles zusammen verbinden und einen sehr schönen Unterricht machen. Und natürlich setzt man nicht jedes Mal bei jedem Unterricht digitale Medien ein.
je nach Zweck und je nach Gelegenheit. Tatsächlich hier ganz geschützt und sehen nur das, was wirklich. Auch tatsächlich im Unterricht passiert ist. Eine zweite Möglichkeit wäre hier dieses Beispiel, wir bleiben noch beim Ökotourismus. Hier sind also verschiedene Touren angeboten und die Aufgabe ist, Sie sollen sich diese Angebote einer Reiseagentur einmal durchlesen. Jede Tour hat einen ganz bestimmten Titel, zum Beispiel Gespräche mit den Wölfen und so weiter. Und die Aufgabe der Schüler ist, sich für eine Tour zu entscheiden und ein Programm für 5 Tage zusammenzustellen. Und auch hier haben meine Schüler also so ein Reiseprogramm zusammengestellt, was man also entsprechend dieser vorgeschlagenen Touren wirklich auch machen kann. Und ich habe auch wieder die Möglichkeit gehabt, hier zu kommentieren. Einige Schüler hatten Probleme mit den kyrillischen Buchstaben. Sie haben also ihre Aufzeichnungen beispielsweise als Bild gepostet. Das wären also so ganz konkrete Beispiele zur Arbeit im Unterricht. Ähnlich haben wir beispielsweise auch mit Apps gearbeitet, wo Schüler also dann beispielsweise Telegrami erstellt haben mit ihrer App, die dann also von den Schülern, ups, es ist schon gar nicht mehr drin, das habe ich schon beiseite geräumt, Entschuldigung, also dann auch ihre Posts mit eingebracht haben. Das war nur so ein kleines Beispiel von meiner Seite, dass man eben auch tatsächlich im Unterricht direkt Schüler dazu bringen kann, mit Inblocks zu arbeiten. Und wir machen es dann in der Regel über Mobiltelefon und ja, und das macht den Kindern unheimlich viel Spaß. Dankeschön. Das war der Beitrag von Elke Kolotze. Vielen Dank. Wir werden deine Idee ins Leben rufen. Ich meine, viele Kolleginnen von uns wissen, dass du sehr gute Erfahrung hast und natürlich werden das mal testen, motivieren, richtig. Ja. Dankeschön. Ja, wir sind eine sehr internationale Gruppe, ja, sogar aus den USA sehen wir die Teilnehmer. Ja, war wohl nicht so leicht. Alle wollten zu Konstantina. Wer möchte noch mit Video kommen? Griechenland, komm! Griechenland ist sehr aktives Land. Und in das gut und ich mache jetzt so. Wir winken in die Welt. Hallo, Hotini, hallo. Hallo, Dagmar. Hallo. Ja, komm bitte. Alle in diesem Video, habt keine Angst. Ja, schade, dass wir nicht alle sprechen können gleichzeitig. Heute war lustig, Germanie. Heute war zu uns eine neue Kollegin wollte also in die Gruppe und sie hat gesagt, was soll ich schreiben? Das ist wichtig. German-Lied. Sie sagt, okay, ich schreibe German-Lied. Deswegen war es 2 German-Lied. Okay, gut verstanden. Ja, hallo Kühler. Hallo, ich bin mit der Elisabeth und wir schließen jetzt rechtzeitig. Ich mache jetzt ein schönes Foto von uns. Wir
sicher? Gut. Haben wir das gemacht. Und ich verabschiede mich bis zum 14., wo wir ein Webinar mit Ludmila haben. Und Ludmila zeigt tolle Sachen über Baumwollimitation. Natalia, wo ist Natalia? Natalia, bitte Sie Freigabe starten. Natalia, aus.